Du denkst, der Hersteller ist schuld, weil deine Schuhe schon nach einem Monat kaputt sind. Der Chef ist schuld, weil er dir die Hölle heiß macht. Und die Frauen sind schuld, weil du nie eine abbekommst. Vergiss das. Hör auf, anderen die Schuld zu geben. Denn du gibst ihnen die Macht, über dein Leben zu bestimmen. Denn wenn du sagst, dass der andere schuld ist, dann heißt das, dass der andere etwas anders machen würde, dass es dir besser geht. Richtig? Denkst du, dass das jemals passieren wird, dass er oder sie genau das macht, was du dir ausgemalt hast? Möchtest du wirklich so lange warten, bis das endlich passiert? Denn glaub mir, dann kannst du lange warten. Vielleicht wird es ja sogar irgendwann mal so weit kommen. Aber das ist doch Irrsinn. Du könntest heute schon deinen Job kündigen und eine neue Stelle suchen. Die Frau endlich ansprechen, die dir schon lange im Kopf kreist. Das neue Hobby endlich anfangen. Aber dazu musst du die Schuld auf dich nehmen. Verantwortlich sein. Die Macht der Verantwortung zurücknehmen. Denn nur wenn du verantwortlich bist, kannst du dich verantworten. Dir selbst antworten und anderen. Das heißt, eine Entscheidung fällen. Etwas tun. In einer Firma hat der mit der größten Verantwortung die größte Macht. Ganz klar, oder? Natürlich, gleichzeitig trägt er aber auch das Risiko, beziehungsweise eben wieder die Verantwortung für das, was er tut oder nicht tut. Aber er kann praktisch jederzeit etwas dagegen oder dafür unternehmen. In deinem Leben bist du der Chef. Du hast die größte Verantwortung. Oder solltest sie zumindest haben. Denn wenn du sie nicht willst, dann gibt es genügend Menschen, die sie sofort an sich reißen, weil sie wissen, dass sie damit die Macht über dich haben. Wie Spider-Man schon zu hören bekam, auf große Macht folgt große Verantwortung. Aber wenn du lieber ein Opfer sein willst, kein Problem. Aber dann ist es deine Entscheidung. Niemand sonst ist verantwortlich dafür, dass du die Verantwortung und somit die Macht über deine Entscheidungen nicht übernehmen willst. Versteh mich nicht falsch. Es kann ja auch mal schön sein, Verantwortung abgeben zu dürfen. Aber für die dein Leben prägenden Dinge solltest du schon größtenteils die Verantwortung haben. Findest du nicht? Also nochmals. Verantwortung gleich die Fähigkeit, eine Antwort zu finden und sich dafür zu entscheiden. Das ist deine Macht. Nutze sie. Oder beschwer dich nicht. Denn whatever you do, the creator is you. Bis zum nächsten Mal.